Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Sorry, dass es in letzter Zeit so, nicht sehr oft hochgeladen wurde. Ich habe halt zurzeit, wie einige von euch oder also die vor allem Rome Total War 2 bei mir schon wissen, bin ich ja jetzt selbstständig, gerade frisch. Und da muss ich einiges noch strukturieren. Deswegen, ja, sorry, und jetzt geht's weiter. Schnapp dir einen Untersatz. Wir müssen durch die Abflusskanäle fahren. Da gibt's immer Ärger. Ja, wir bekommen so einen. Hey, hey, ich will da rein. Dammit! Warte, ich schau mir. Hilf Dr. Ace. Zum Hauptquartier zurückgedrängt, aber ich habe ein kleines Team hinter den feindlichen Linien. Ich muss sicher gehen, dass sie bei den ganzen Banditen hier nicht überrannt wurden. Ja, ist verständlich. Fährt ihr einfach weiter? Ja. Hui! Wo zur Hölle haben diese Banditen die Schweberäder her? Das ist Marleywood-Technologie. Schalten wir einen aus. Mal sehen, ob wir rausfinden, wo sie das Zeug herhaben. Hey. Super. Ich sehe ein Echo in den Trümmern. Schnapp es dir. Okay. Dann holen wir uns mal das Echo. Das ist eine Waffe. Okay. Noch einmal. Ich sage es extra ganz langsam. Marleywood-Kerle nicht töten. Tötet die Marleywood-Kerle! Nein. Okay, diese Energie, ich liebe sie, aber wir haben einen Deal mit Marleywood gemacht und jetzt werden wir sie nicht töten. Also, was machen wir, wenn wir einen Marleywood-Kerl sehen? Die Marleywood-Kerl ist hilf! Für die Zwillingsgötter! Oh, super. Ja, okay, nochmal von vorne. Scheiße! Die Banditen stecken mit Marleywood unter einer Decke. Na toll! Ich bin jetzt nicht weitergefahren, weil manchmal reden die dann drüber, beziehungsweise brechen das dann ab. Und das wollte ich nicht. Hui! Wir sind da. Ab hier geht's zu Fuß weiter. Entschuldigung. Hab sie ein bisschen von hinten gebumst. Ich will auch so ein Zyklon. Meine Leute sind da drin. Überlass das Reden mir. Okay. Skyler, mach auf! Passwort? Das Passwort ist, mach die Scheißtür auf, bevor ich dir eine Kaffeemaschine in den Arsch ramme. Das ist dir ganz sicher, Leute. Lagebericht, wie steht's? Viel Bewegung. Banditen und Marleywood-Patrouillen arbeiten zusammen. Wir haben die Zivilisten in die Tunnel gebracht, nur für alle Fälle. Und wir haben versucht, ich hol's gleich. Aber Marleywood stört unsere Kommunikation. Mist. Danke, Skyler. Na los, Kammerjäger, hier geht's lang. Nee. Zuerst das da. Jetzt kommt was, das man nicht jeden Tag erlebt. Marcus gesteht einen Fehler ein. Dieser Ries-Tipp lässt bei Atlas neue Technologie entwickeln. Abgefahrenes Zeug wie zielsuchende Patronen. Ich erkenne ein Monopol, wenn ich es sehe und musste mich einkaufen, solange es noch ging. Ich rief Ries an und teilte ihm mit, dass ich sein Angebot überdacht hatte. Er presste mich natürlich aus, aber am Ende hatten wir einen Deal. Ob gut oder schlecht, das Atlas, das ich kannte, der blasse Schatten, der seinen eigenen Schwanz jagte, existiert nicht mehr. Gut. Dann alles mal looten. Hier die Rebellen brauchen eh nichts. Wobei hier looten bringt mir auch nichts, weil wir volle Munition haben. Und die paar Euronen.
Ja? Hey, ich bin genauso überrascht wie alle, dass ich das kann. Was denn? Treppen steigen? Ja, bin ich echt überrascht. Ich hab das Kämpfen so satt. Ich will doch nur mal richtig ausschlafen. Guten Tag. Ich könnte jetzt echt einen Kaffee vertragen. Wir sind zwar weniger, aber das ist unser Zuhause. Und ja. Das holen wir uns zurück. Das ja. Steht fest. Mhm. Kommst du? Siehst du die Zivilisten da? Maliwan ist es scheißegal, ob sie ins Kreuzfeuer geraten. Sie wollen Atlas übernehmen und Rees neue Waffen als ihre eigenen verkaufen. Mhm. Dieser Krieg ist nur eine Fusion für sie. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, die Atlas-Basis zurückzuerobern. Ja, los. Wer weiß, vielleicht triffst du irgendwann mal mein echtes Ich. Du weißt schon, das, was nichts mit dem Krieg zu tun hat. Ja? Ja, cool. Kommst du? Hey, was macht die denn die ganze Zeit? Komm jetzt. Ist gar nicht so einfach, über Nacht vom Barista zur Guerillakämpferin zu werden. Die geht auch nur im Kreis ich rum, oder was? Ich wollte draußen auch ein paar Maliwan-Arschtritte verteilen, aber sie haben diese Ausrüstung und Ausbildung und all das. Ja, vor allem, sie gehen nicht die ganze Zeit im Kreis rum. So, dann gehe ich halt alleine weiter hier. Hier mal speichern. Ja, es ist. Was ist jetzt los? Ajo. Ah, da ist sie. Super. Wir sehen uns in friedlicheren Zeiten. Ah, bestimmt. Dim, 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 dim. Ich bin in Schleichen noch schneller als sie. Im normalen Gehen. Naja. Bam. Oh. Ja, ich weiß nicht, ja, wenn ich das jetzt annehme und die sagt irgendwas und dann sagt sie was und dann... Ja, ich muss warten, bis sie weg ist. So, dann loot ich mal. Oh ja, 17 Euro. Dollar. Dollarin. Dille. Oh, nee, das ist keine. Hier ist auch nichts. Was ist denn das hier? Ah, cool. Gut, sie wartet. Mir bleibt nur die Rache. Jeder liebt ein Wettpissen. Außer die Füße werden das. Was? Hör zu. Wie du siehst, stinkt mein Leben gerade gewaltig. Aber diese zwei Maliwan-Pisser, Rex und Max, stinken ganz besonders. Sie scheinen sich mit Kriegsverbrechen übertreffen zu wollen. Einer von beiden hat meine Familie umgebracht und ich weiß nicht wer. Finde heraus, wer es war und töte ihn. Hm. Hasenmeer. Die Typen sind beide Wichser und man kann ihnen nicht trauen. Du musst herausfinden, wer hier wen getötet hat, damit ich meine Rache bekomme. Puh, das wird tricky. Gut, dann hören wir uns das mal an und dann gehen wir weiter. Alter. Na gut, let's go. Bist du bereit? Es ist ja. Zeit bis zur Basis. Was war das? Ich weiß nicht. Na, haben sie angegriffen? Easy. Maliwan, sie haben uns gefunden. No!
Plattform in den Tunneln. Schalte sie auf. Ich brauche ja mehr Nahkampfschaden. Ui. Maliwan ist noch nie zuvor hier runtergekommen. Wenn sie uns für leichte Ziele halten, nur weil sie Hilfe von Banditen haben. Sie werden ihren blauesten Wunder erleben. Komm schon. Mhm. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Komm schon. Let's go. Hi. Wow, das war ja fast Volltreffer. Der Kunde ist immer König. Hä? Auf zur Watershed-Basis. Hier geht's lang. Maliwan hat sich gut verschanzt, also mach dich auf einen Kampf gefasst. Woher weißt du das? Egal. Let's go. Mach dich bereit. Das sind keine Banditen. Maliwan hat eine ausgebildete und vollbewaffnete Armee. Wir müssen hart zuschlagen, damit es wehtut. Was ist das denn? Ach so, für die Klasse. So, das sind keine Banditen, aber... Entschuldigung. Ich wollte eigentlich... wusste nicht, dass die gleich hier sind. Erstmal anmachen und dann Feuer frei. Oh, hey. Na, schau nochmal. Autsch. Wer trifft mich denn da? Strengt euch doch wenigstens an. Schon, ne? Ah, weißt du was? Hi. Ich mach mal meinen Big Boy an. Warte, hinter mir ist einer, ne? Warte, den schaffe ich mal zu Boden. Flatsch. Oh, ich freue mich schon auf den Raketenwerfer. Oder auf den Flammenwerfer. Oh ja. Was ist das denn für einer? Ja, hast du. Gut. Bam, bam. Ich brauche Leben. Wieso? Oh, da ist ein Fetter. Das sind zwei Fette. Tja, manchmal denke ich mir, dass Sirene, glaube ich, besser gewesen wäre. Der hat ein Lichtschwert. Geil. Warte, das ist gerade nicht gut. Autsch. So, ich brauche Leben. Mein Big Guy ist noch nicht. Mein Big Guy ist noch nicht ready for takeoff.
Ja, das ist gemein. Oh. Wo sind noch Kleinfutter? Fuck, wo ist ein Kleinfutter? Ich sehe nichts mehr. Verdammt. Nein. Oh, ich hatte ja auch keine Munition mehr. Ich habe ja keine Kleinfutter-Typen mehr gesehen. Ah, oh, verdammt. So, jetzt muss ich schnell hinterher. Sonst stirbt sie. Oder kann sie sterben? Ich weiß es nicht. Zeit für eine Abreibung. Ja, eine Revanche. Das war echt nicht gut. Oh. So. Hierüber, ihr Hackfressen. Schande. Snipe, 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 snipe. Ah, da ist der. So. Ich bin mal gespannt, ob es später nochmal krasse Sniper gibt. Oder ob die hier in diesen Spielen nicht so ausgebaut wurden. Weil es keine wirklichen Sniper wie keinen wirklichen Sniper gibt. Oder? Gibt es einen Sniper? Also bei 1 war es der Mordecai? Oder war das ein Vogel? Also der Sniper eben mit seinen Falken. Und dann beim zweiten war es natürlich der Zero. So, wo bist du, Lorelei? Hallo! Ah, da. Ja, zum Glück haben die das nicht angeklickt. Ja, doch. Wenn du soweit bist, Kammerjäger? Ja. Ah, hier. Hi, hier spricht Reed Tronford, Vorsitzender und Kriegsgeneral der Atlas Corporation. Den kenn ich. Wer zur Hölle ist da und wieso seid ihr in meiner sicheren Leitung? Reese, reg dich ab. Ich bin es, Lorelei. Wir haben mit etwas Hilfe die Watershed-Basis zurückerobert. Ich hab... Moment. Was ist das da in deinem Gesicht? Was? Das? Das ist mein Belagerungsschneuzer. Den Soldaten gefällt er. Er ist da bei dir. Ich bin Kammerjäger. Ich handle im Auftrag der Crimson Raiders. Kammerjäger? Crimson? Heilige Scheiße, ja! Wie stark sind eure Truppen? 20.000 Einheiten? 50.000? Du hörst mich und meinen Mac. Das wird schon. Was? Ich kann die Stadt unmöglich mit einer Handvoll Leute zurückerobern. Nee, nur ein Mensch. Sie sind gut, Reese. Richtig gut. Und wir können jede Hilfe gebrauchen. Banditen dringen in die Stadt ein und sie sind auf Maliwans Seite. Katagawa muss eine Abmachung mit den Kalypsos haben. Großartig. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Also gut, du kommst jedenfalls gerade rechtzeitig. Mein bester Agent wird Maliwans strategisches Giga-Hirn angreifen.
Wenn sie hinter der Kammer her sind, liegen dort die Informationen. Triff dich mit meinem Agenten. Reese, Ende. Gut, während du dich mit Reese Agenten triffst, bringe ich die Basis wieder online und werde die Stadt weiter sichern. Bevor du gehst, habe ich noch was für dich. Oh ja. Was denn? Hui. Ja, was denn? Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Fahr mal Runter. Yes. So, also den Reese, den kennt man von Borderlands 2. Der kam da in ein DLC, glaube ich, vor. Beziehungsweise den hat man da sogar gespielt, beziehungsweise spielen können. Ich habe einen Job für dich. Dosis Koffein. Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder... Ja, gut. Dann bringen wir ihr mal kurz Kaffee. Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff überhaupt an. Kaffee. Ich bin ziemlich fertig und wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten bestimmt auch eine Aufmunterung gebrauchen. Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Puff, Headshot. So, auffüllen, warte, können wir da ein bisschen was verkaufen? Das da. Das da. Diesen hier und diesen hier. Da weiß ich gar nicht. Warte, blau. Was haben wir denn jetzt? Gilt. Wir haben, glaube ich, grün. Nee, blau. Ah, okay. Das Feuer von. Das ist eigentlich ganz gut. Warte mal. Wir haben ja schon den. Echt jetzt, wir haben ja schon den Raketenwerfer. Oh, ich bin so dumm. Juhu, bam. Wir haben ja schon den Raketenwerfer. Gut, dann wählen wir mal einen Zyklop aus. Diese Tusnelda hat dir ein neues Fahrzeug gegeben? Oh, diese Tusnelda. Ich lade dein Catch-A-Ride-Profil. Dann kannst du dir an jedem Terminal ein neues Digistrakten. Reese Agent ist eher ein Einzelgänger, aber sehr talentiert darin, Leute auf links zu krempeln. Ihr werdet euch sicher blendend verstehen. Die Waffen sind geil, dass sie hoch und runter gehen. Je nachdem, auf welche Seite man zielt. Nice. Echt jetzt? Komm her! Wuhu! Ja, nee. Warte mal, hier ist Strom. Was war das denn gerade? Das war seltsam. Wieso bin ich jetzt Level 1? Na, okay. Cool. Dann bin ich Level 11. Was machen wir jetzt? Wie wär's mit indirekten Schaden vergrößern? Ich will mal kurz schauen. V35, eine Singularitätsgranate ab. Nachladegeschwindigkeit von V35. Das wird jetzt eine 5-Schuss-Salve abgefeuert. Uhu. Hier gibt's Raketenwerfer, viel weniger Schaden pro Rakete, feuert aber mit einer 6-Raketenstreuung. Außerdem erhalten Feinde, die von Raketen des Raketenwerfers getroffen werden, erhöhten Schaden durch allen. Ja, das. Aber das ist halt, das bringt es eigentlich eher für. Also, wenn man mit anderen noch zusammenspielt. Strahlungsschaden. Wenn man Schusswaffenschaden austeilt, besteht die Chance auf sekundäre Explosion. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, weil Explosivschaden ist an sich einer der besten
Schaden im Late Game. Warum? Weil die Gegner können auf Strahlung und Feuer, Eis und Korrosion immun sein, aber nicht gegen Explosionen. Und das ist richtig nice. Was ist das? Direkt verursacht erhöhten Schaden. Achso, wahrscheinlich, weil das nur für den ist. Ja. Aber wir haben jetzt den da und deswegen. Genau, V35 ist der Granatwerfer. Ja, Mai. Aber der da ist schon. Ja, das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Na dann. Hallo. Es ist kaputt und wir müssen was holen. Oh, hey. Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Ich hätte gern ein paar arcturianischer Superschwarz, Mr. Bot. Oh, Mr. Bot. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern, ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Wieso braucht jedes verdammte Drecksding einen Energiekern? Ja, schon. Danke. Gut, ich würde sagen, den Energiekern oder Mr. Kern. Das ist schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Genau, nächste Runde werden wir dann den Mr. Kern eliminieren und dann den Kaffee holen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und tschüss und Daddy und bis zum nächsten Mal. Bye.